Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute sitze ich mal wieder an meinem Schreibtisch, weil wir heute ein kleines Spiel spielen. Und zwar nennt sich dieses Spiel The Impossible Quiz. Und das ist einfach so ein kleines Quiz mit so Fragen, die man teilweise einfach unmöglich beantworten kann. Ich habe das bei einem amerikanischen YouTuber gesehen und fand das unglaublich lustig. Und deswegen dachte ich, hey, ich will das auch selber mal probieren. Ich habe selber noch kein einziges Mal gespielt und deswegen bin ich auch mal gespannt, was da so passiert. Also klicken wir hier mal erstmal auf Begin. Start. How many holes in a polo? Oh, shit, da werde ich gleich verkacken. 4. Phew, das war knapp. Can a match box? Hä? No. No, but a tin can. Yes. Answer this question backwards. Okay. Yay! The answer. Oh, das ist einfach. Put the mouse on here. Don't touch the blue. Ah! Yes! Nice! Nice. Oh je, das ist bestimmt irgendwas mit Mathe. Pi? Nein! 28. Oh, Shallots? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ja, yeah. The answer is really big. Jetzt habe ich nur noch ein Leben. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil diese Answer ist groß geschrieben, aber die Antwort ist really big. Ich glaube, ich probiere mal unendlich. Nein! Hä? Ah, warte. Ein Elephant, weil ein Elefant ist ziemlich groß, macht überhaupt keinen Sinn und ist unmöglich. Also würde ich sagen, ein Elephant. Yay! Search. Search, no, yes. Yes. What was the question to question two? That one. Nein! Yeah! Choose food. Food? Naja, also ein Auge kann man essen. Nein! Also irgendwie sieht das hier, wenn ich drüber fahre, aus wie Pommes. Deswegen ist das Essen. Ja! Woo! What follows December 2nd? December 3rd. Leute! Da ist ein Fragezeichen, deswegen ein Question Mark. Ich glaube, wir haben nicht umsonst dieses Skip-Ding ins da bekommen. Ich werde die Frage skippen. Click the smallest. The smallest. Das macht keinen Sinn, Leute. Die Frage sollte man nicht skippen. Jetzt soll man das skippen, weil das geht nicht. What sound does a bell make? Also, das klingt ja so, oder? Yes. What can you put in a bucket to make it lighter? Also, eine Fackel? Eine Fackel? Eine Fackel! Alles klar. Nee, Winnie. Das ist ein Pferd. Also schreibe ich Horse. Horse. Woo! What is... Das kenne ich. Was ist der siebte Buchstabe von The Alphabet? Manche mögen jetzt denken, A, B, C, D, E, F, G. 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 Nein. Stimmt aber nicht. Weil der siebte Letter von... The Alphabet ist 1, 2, 3, ein H. Woo! 24 minus 7 ist gleich. Balros. Oh mein Gott, Leute. Das ist tricky. Das ist nicht schlecht. 24 minus 7 ist 17. Wait. Stop. Wait. Hä? Nee, Alter. Nee, ohne Witz. Leute. Das war's, ich habe keinen Bock mehr. Ja, also wie ihr vielleicht gesehen habt, dieses Quiz ist wirklich unglaublich schwer und teilweise wirklich nicht machbar. Ich habe euch mal das Spiel verlinkt. Ihr könnt da gerne mal spielen und euch selbst probieren und mir dann vielleicht auch in die Kommentare schreiben, wie weit ihr gekommen seid. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das auch noch tut.
Kommentierchen, Like, Abo, nice, nice, wup, wup. Und dann sehen wir uns einfach nächsten Freitag. Tschüssi.